mich sagen, dass ich Karriere machen möchte, ja. Das sieht aber für mich so aus, dass ich nicht unbedingt jetzt unheimlich viel Geld verdienen möchte oder so. Ich möchte einfach mal ernst genommen werden. Hattest du bisher den Eindruck, dass du in deinem Leben oft nicht so ernst genommen wurdest? Ja, ich sehr. Von wem wurdest du denn nicht so sehr ernst genommen? Zum Beispiel von meinen Eltern. Also, ich meine, inzwischen hat sich das schon wieder geändert, weil wir haben Erfolg und so, da wird man leichter ernst genommen. Ich weiß nicht, wieso. Warst du immer Nena, die Kleine, oder was? Ja, ich war zum Beispiel auch Nena, die Kleine, als wir hier in Berlin im Quartier Latin gespielt haben, ne? Da habe ich das am deutlichsten gemerkt, wie ich es noch nie gespürt habe. Also die Songs, die wir jetzt in der Sendung sehen, in diesem Moment. Ja, vielleicht ich als Mensch oder so, ich weiß es nicht, ja. Ich meine, also wir kamen da auf die Bühne und ich hatte sofort das Gefühl, dass die Leute, die saßen auf ihren Stühlen, und ich wusste sofort, die denken sich, naja, mal gucken, was die Kleine da vorne jetzt so abzieht, ne? Und deshalb war ich unheimlich stolz, dass dieses Publikum, die da vorher auf ihren Stühlen saßen, nachher alle aufgestanden sind und mitgemacht haben, ne? Ja, es wird halt auch immer geiler, das merke ich schon. Aber leider spielen wir jetzt mal ein ruhiges Stück. Wir sind da so eine müde Gesellschaft, ein bisschen. Das, oh Gott. Es heißt Vollmond. Heute ist Gabriele Susanne Kerners Lebenslauf ist keineswegs ungewöhnlicher als der von Millionen anderer Mädchen.
Geboren am 24. März 1960 in Hagen, mitten im Kohlenpott. Beide Eltern sind Lehrer. Als Kind spielt Nena ein bisschen Blockflöte, Akkordeon und klimpert auf dieser Gitarre. Rock- und Popmusik liegen im Elternhaus nicht auf dem Plattenteller. Der Name Nena, der heute schon wie ein Markenzeichen klingt, ist keine Erfindung cleverer Werbeleute. Ich muss dazu sagen, dass ich, seit ich 3 Jahre bin, schon Nena heiße. Mhm. Und da war ich mal mit meinen Eltern im Spanienurlaub und irgendwie ist Nena abgeleitet von La Niña oder so. Das ist Spanisch, heißt die Kleine. Jetzt bist du aber schon ein bisschen größer. Ja, jetzt bin ich schon etwas größer. Ja, du stammst das? Ja, pardon. Ja, auf jeden Fall haben meine Eltern das dann abgeleitet von La Niña oder irgendwie so. Und dich auch dann immer so genannt? Ja. Wenn man überhaupt davon sprechen kann, dass mich jemand entdeckt hat, war ich das nicht selber, sondern irgendein Junge aus Hagen, den es da mal gab. Rainer Kitzmann hieß der. Und der war Musiker? Ja. Und der hat dich wo gesehen oder getroffen? In der Disco in Hagen, wo ich jeden Abend war, weil ich nichts anderes zu tun hatte. Und also ich saß da so rum und der kam dann zu mir und sagte, ich bin Rainer und wer bist du? Ich habe dich schon seit ein paar Tagen beobachtet und so und du könntest gut in meiner Band singen. So war aber er hatte keine Ahnung, wie du singst. Der ist dann mehr vom Äußeren ausgegangen. Ja, so vom Äußeren und so von meiner, weiß ich nicht, Erscheinung oder was weiß ich, wie ich getanzt habe oder so. Mhm. Er hatte mich da so ein paar Tage beobachtet und dann kam er zu mir. Zu dem Zeitpunkt hatte ich überhaupt nicht vor, Sängerin zu werden. Ich wollte meine Lehre machen und alles ganz normal und so. Und nach der Prüfung auch richtiger Goldschmied-Geselle sein und so. Da hatte ich das das war für mich eine ganz andere Welt, so Musik, Studio und sowas alles, ne? Platten und so. Die Lehre hast du zu Ende gemacht, das war dir auch wichtig. Das war mir wichtig. Ich meine, meine Mutter hat mir da sehr geholfen, weil ich hatte unheimliche Zweifel, so, ob das alles richtig für mich war. Weil ich kam mit den Leuten nicht so klar in meiner Lehre und so, dieser Meister und wie. Also was man da so für Vorgesetzte hat, ne? War keine so erfreuliche Zeit. Nee, das war nicht so erfreulich, weil ich musste dem Meister das Essen aufsetzen und so. Und das hat mir alles gestunken. Hast du dich dagegen gewehrt? Ja, sehr. Also es artete manchmal in richtige Streitereien aus, Anschreien und so. Vor etwas über 3 Jahren. Ich habe in einem regionalen Rockmagazin der Hagener Gegend ein kleines Bild gesehen mit einer Notiz drunter. Da stand also, dass sich eine Gruppe namens The Stripes
gegründet hat. Und ich wahrscheinlich nur deswegen, um der Gruppe einige Jobs zu besorgen. Das Bild hat mich so interessiert, die Atmosphäre, die darüber kam, ich kann das eigentlich kaum erklären, dass ich die Redaktion angerufen habe und versucht habe, Kontakt mit der Gruppe aufzunehmen. Und dieses Gespräch hat dann letzten Endes zum ersten Vertrag geführt, den wir Ende 79 abgeschlossen haben. Die Stripes haben für mein Gefühl eigentlich einen sehr schönen, guten Geradeausrock gemacht. Aber verkaufen ließ sich das wohl nicht so recht, oder? Überhaupt nicht. Nee, also wir haben mehrere Singles veröffentlicht in der Zeit von 80 bis 81. Und von denen hat wohl keine mehr als 3000 etwa verkauft. Also das war eigentlich ein Misserfolg auf der ganzen Linie. Und die LP? Die LP war eigentlich auch nicht erfolgreich. Wir hatten einige ganz gute Reaktionen im Medienbereich, aber ansonsten gab es eigentlich keinen triftigen Grund, weiterzumachen. Sind die Stripes eigentlich auseinandergegangen, weil der Erfolg der Gruppe, was die Verkaufszahlen anbetraf, nicht so toll war, oder gab es da andere Gründe für? Naja, das vielleicht auch, aber es waren eigentlich andere Gründe. Und zwar hatten wir damals englische Texte gemacht, ne? Und irgendwann wollten Nena und ich unsere eigenen Ideen mal verwirklichen, ne? Wir haben dann Demos gemacht, haben die den anderen Bandmitgliedern vorgespielt und sind dann eigentlich nur auf Ablehnung gestoßen, ne? Und dann haben wir uns eben gedacht, wenn denen das nicht gefällt, dann suchen wir uns neue Musiker, ne? Und die Nena, die kannte den Carlo noch aus alten Remmlers-Zeiten, der hat mal in Hagen gewohnt und so, ne? Und ich kannte den auch noch, dann haben wir den Carlo in Berlin angerufen. Und Carlo fand das ganz toll, also er wollte schon immer was mit uns machen, ja. Hat sich dann gleich mit dem Uwe in Verbindung gesetzt, dem Keyboarder. Der Uwe, der kannte wiederum den Jürgen, den Bassisten, ne? Und so ist dann die Nena-Band entstanden, ne? Die Schallplattenfirma, die war unheimlich skeptisch im Prinzip, was daraus nur werden sollte. Die hatten den alten Vertrag aufgelöst mit den Stripes und halt Nena und Rolf so noch so eine Art letzte Chance gegeben, so einen Vertrag über eine Single. Mal sehen, was ihr macht und so weiter. Und wie gesagt, auch mit den Stücken, die wir dann gemacht haben oder die ich dann irgendwie gemacht hatte, die ersten Stücke für die Gruppe oder so, da waren die auch noch ziemlich skeptisch irgendwie, ob das überhaupt ein Hit werden sollte oder sowas. Die hatten eigentlich nicht so sehr daran geglaubt, aber hinter Nena als Person standen sie schon irgendwie, um ihr noch so eine Chance zu geben, eben nochmal zu versuchen, was Neues zu machen. Stop! In der Satelliten-Stadt!
Berlin-Moabit. Ein altes Fabrikgebäude, wie es Hunderte in dieser Stadt gibt. In diesem sind allerdings Rock und Pop zu Hause. Eine Licht- und Beschallungsfirma hat hier ihre Lagerräume und die Rockmusiker der Gruppe Spliff haben sich ihr eigenes Studio eingerichtet. Die Lizenzgebühren aus ihrer Zeit als Nina Hagen Band, runde 300.000 Mark, haben sie voll in ihr Ding, wie sie es nennen, gesteckt. Hier entstehen nicht nur ihre eigenen Platten, sondern sie produzieren auch Musik von anderen, aber nur die, die ihnen gefällt. Die Rockgruppe Prima Klima zum Beispiel, den Songschreiber Maurenbrecher und eben auch Nena. Jetzt hätte ich doch ganz gern mal von den Nena-Produzenten Manne und Reinhold vielleicht zum Anfang des Interviews die typische Handbewegung gesehen, wie der berühmte Nena-Sound entstanden ist. Das macht Niki. Ach, Niki mal über die Regler. Fahr mal hier in die Summe rein. Da, den gelben. Jetzt nach oben. Genau so. Korrekt. So, das ganz ist, nach oben zum Anschlag. Wir dachten eigentlich, gibt's sowas nicht. Wieso, was gibt es nicht? Na, so eine tolle Stimme bei so gut aussehenden jungen Mädchen. Das ist so, ja? Das ist doch so, oder nicht? Ja, na gut. Also, es war wirklich so ein Effekt wie bei E.T., so. Autsch! Ne? So kam das zusammen. Mhm. Nur geträumt haben wir, wie gesagt, eigentlich mehr als einen Test verstanden. Dass es dann ein Single-Hit geworden ist, das hat uns alle sehr gefreut und sehr überrascht. Und danach, ich meine, die Aufwärtsentwicklung des Erfolges fand ja statt zwischen Ende August und 1982 und Ende des Jahres. Mhm. Ne? Da war in der Zeit wurde dieses Stück eine halbe Million Mal verkauft in Deutschland. Und das ist einfach unglaublich. Das ist auch für unsere Verhältnisse ausgesprochen unglaublich. Und wir mussten da eigentlich alle so ein bisschen mit fertig machen. Ich meine, wir haben schon ein bisschen mehr erlebt in unserem Leben, aber auch die Kapelle musste damit fertig werden. Ich finde, dass auf der LP so viel verschiedener Stoff drauf ist. So viel, weil jeder aus der Band auch komponiert. Ne? Jeder schreibt Texte und jeder komponiert. Und das finde ich eigentlich, ich meine, das ist das Wichtige daran gewesen. Deshalb habe ich das gemacht. Ne? Das ist eigentlich wie ein Regisseur beim Film, weil ich glaube, das ist den Leuten mehr geläufig als der Produzent von der Schallplatte. Aber das ist eine vergleichbare Funktion. Und das geht dann eben auch noch weiter, es geht auch in das Arrangement mit rein. Also da, wo eben ungeschickt arrangiert worden ist, dann versucht man eben bessere Vorschläge zu machen. Mhm. Ansonsten ist es sowieso besser, man hält den Mund, wenn man keine besseren Vorschläge hat. Und ohne dass man die Band da irgendwie überfährt oder dass die das am Ende gar nicht selber gut finden, was sie dann auf ihrer Platte haben. Das ist eben immer das Wichtige, dass die Band auf das steht, was passiert. Denn die müssen sich letztendlich mit dem identifizieren, was hinterher rauskommt. Und dann ist es eben, manchmal ist es so, dass in der Form eines Stückes ein Teil eben zwei, dreimal zu oft kommt oder sowas. Dann macht man den Vorschlag, dass man den einfach rausnimmt, dass man das hier und da strafft. Eigentlich Strafen von Stücken ist eigentlich eine ganz wichtige Geschichte. Und eben gab es sowas wie Regie beim Gesang, dass ihr der Nena irgendwie gesagt habt, nee, sing's mal lieber so oder so? Ja, sicher. Ja, klar. Ich meine, ich glaube schon, dass das auch hilft. Ne? Man muss da immer so einen Mittelweg beschreiten zwischen einerseits Festhalten von ganz spontanen Sachen und andererseits Sachen, die eben so ein bisschen eckig sind, vielleicht doch auch nochmal ausbügeln. Dazu hat man dann meistens noch mehrere Spuren sich reserviert auf dem Mehrspurband für die Stimme. Dann lässt man sie mal zum Beispiel so eine ganze Version einfach so drauf singen. Bei Nur geträumt war es, glaube ich, die zweite Version. Die hat sie in einem Ruck drauf gesungen. Es war einfach, war tierisch. Und wir haben gesagt, was brauchen wir da jetzt rumzufeilen? Also erstens gehe ich noch nicht nach Hause heute. Ich gehe heute nicht mehr nach Hause. Ich bleib hier. Und zweitens kommt jetzt die Long Version von Nur geträumt, meine Damen und Herren. Hey! Mein Kopf
Der Erfolg der Single Nur geträumt kam ja so mit einiger Verzögerung, nicht? Boah, das kann man wohl sagen. Die Platte war fast 2 Monate auf dem Markt und es passierte so gut wie gar nichts. Ja, nee, die hatte bis dahin, hatte die, glaube ich, 1700 oder sowas. Also ich weiß nicht, müsste jetzt lügen. Aber wirklich, also verschwindend wenig verkauft. Und CBS drangsalierte mich schon und sagte also, wollt ihr nicht irgendwie eine andere Nummer noch schnell aufnehmen, weil wir haben jetzt Musikladen, also diese große deutsche Fernsehsendung, die so wichtig ist. Und wollte nicht noch irgendwas schnell was anderes machen. Und wir haben gesagt, nein, wir finden die Nummer einfach affenscharf. Hast du eigentlich geahnt, dass sich in Nena, bleiben wir jetzt doch mal bei der Person, sowas wie ein deutscher Teenager-Superstar und eine frische, originelle Popgruppe verbirgt? Ich müsste jetzt unheimlich kokett sagen, nee, das hab ich, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet und so, aber ich habe damit gerechnet. Ich habe total damit gerechnet und ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass es so gekommen ist. Ich hab heute Ich hätte gern ein Autogramm von dir. Du mächtest eine große Freude mir. Ich mag dich und deine Mannen sehr und täglich wird's ein bisschen mehr. Und nun die LP. Wie gesagt, saustark. Vor der Nena LP, nach der Nena LP. Da ich ein großer Fan von Ihnen bin, würde ich Ihnen sehr dankbar sein, wenn Sie mir ungefähr 20 Autogramme schicken könnten. Liebe Nena, ich finde dich und deine Gruppe Ast geil. Liebe ist, wenn man Nena hört. Ganz besonders möchten wir dem Uwe unseren Lob zollen, der uns 4 Ledergays unheimlich angemacht hat, sodass wir allesamt auf ihn mit hellblonden langen Haaren und knallengen Lederjeans unheimlich voll abgefahren sind. In diesem Sinne verbleiben wir mit geilsten Ledergrüßen. Du bist natürlich und aufgeweckt, das finde ich große Klasse. Daher soll dieser Brief auch rein persönlich sein. Du musst doch wissen, dass ich mit meinen 19 Jahren sehr alleine bin und mir über so manches Gedanken machen kann. Ich will mich jetzt nicht bemitleiden, weil ich seit 17 Jahren im Heim wohne. Aber alles, was ich da schreibe, ist wahr. Ach so. Nebenbei, ich bin ein abgebrochener Riese von 1,70 Meter. Ich verweile eine Weile im Knast. Naja, eine Weile ist gut, wa? Ich habe lebenslänglich und sitze seit 3,5 Jahren. Das Delikt habe ich auf dem Horrortrip begangen, LSD und so. Aber egal, ich will dich nicht langweilen. Wenn mich hier so die Leute anrufen, so 15-, 16-Jährige, die sagen, sag mal, bist du wirklich die Nena und so? Dann kann ich auch nicht sagen, du nervst mich oder so. Kann ich nicht, weil ich sag, ich bin dann die Nena und du kannst ganz normal mit mir reden, ja? Also ich kann da nicht genervt sein. Ich kann nur genervt sein, wenn mich nachts um 1:30 jemand aus dem Bett holt oder so, weil es gibt auch oft, dass die anrufen. Aber dann fragen sie immer, sag mal, was machst du denn so und so? Ich kann da nicht einfach auflegen. Also ich finde das so toll.
Wie empfindest du denn Fanpost, die also nicht so toll ist, um das Wort aufzugreifen, sondern die sehr persönlich wird? Also ich könnte mir vorstellen, dass du da auch recht herbe Sachen zugeschickt bekommst, sprich in Richtung Sex oder ähnliches. Ja, allerdings. Was sind das für Leute deiner Ansicht nach? Sind das arme Schweine? Ich weiß nicht. Bisschen krank im Kopf oder wie? Ich weiß nicht, ob die krank im Kopf sind oder arme Schweine sind. Ich weiß nur, dass ich so einen Brief lese und wegschmeiße. Also, mit so einem Brief befasse ich mich überhaupt nicht. Da kommen auch Briefe und erzählen Leute, dass sie seit 2 Jahren arbeitslos sind und überhaupt nichts Schönes an dieser Welt mehr finden können. Und dann auch einen Text schreiben, einen Liedtext, ja, über ihre Probleme. Und mit sowas kann ich mich viel eher befassen als mit so einem Kram, der da irgendwo... Also ich habe dich richtig verstanden. Geht, das interessiert dich denn schon? Das interessiert mich auch. Ich kann dir auch Briefe zeigen, die ich beantwortet habe. Also es gibt viele Leute, die so sich hinsetzen und einen Text schreiben über die Probleme, die sie haben. Ne? So Arbeitslosigkeit oder verstehen sich mit ihren Eltern nicht oder so. Und wenn ich solche Briefe in die Hand kriege, damit setze ich mich auch auseinander. Hat der augenblickliche große Erfolg der Gruppe für dich persönlich, hat er nicht auch manchmal was Bedrückendes, was Beängstigendes? Ich meine, du hast ja nun schon einige Bands leben und sterben sehen, dass du sagst, Moment, das Ding ist jetzt eigentlich ein bisschen zu viel. Da stürmt was auf dich ein, was du im Moment vielleicht nicht so gut verkraften kannst oder verarbeiten kannst. Naja, es ist so halb und halb. Einerseits ist es das, wovon man immer geträumt hat. Und jetzt ist es plötzlich Wahrheit. Und andererseits fühlt es sich immer alles ein bisschen anders an. So ist es ja immer, wenn man einen Traum hat und der Traum wird Wirklichkeit, dann das hat man Telefon auch einen Traum verloren. Das sicherlich öfter hier. Ja, das kann man sagen. Heute geht es noch. Ja. Hallo? Hallo? Du, ich gebe gerade ein Interview. Ich rufe dich einen Augenblick später zurück, ja? Okay, bis dann. Das war meine Mutter. Aha. Immer. Fans rufen hier auch reichlich. Ja, ständig. Heute geht's wirklich. Sie sind nett zu mir heute. Was wollen die Leute von dir? Ach, weiß nicht, das ist ganz unterschiedlich. Da gibt's zum Beispiel Stefanie, die habe ich noch nie gesehen, aber die ruft jeden Tag an. Und die will einfach nur 2 Minuten mit mir reden und damit hat es sich dann irgendwie. Ich weiß nicht, was sie davon hat. Ja. Würdest du es machen oder willst du es nicht machen? Ich mach's ja. Ja? Klar. Irgendwann also wenn ich Zeit habe, dann rufe ich jeden, dann rede ich mit ihr. Ne? Mhm. Und wenn ich keine Zeit habe, dann sage ich, du Stefanie, heute ist ein bisschen schlecht und dann ruft sie am nächsten Tag wieder an. Wie alt ist die, was schätzt du? Na, sie erzählt mir, sie wäre 23, aber ich glaube, sie ist 15. Es ist alles plötzlich unheimlich öffentlich, was du tust, wenn du in irgendeiner Fernsehsendung bist oder so oder bei irgendeinem Interview oder weiß der Geier, dann ist alles nicht mehr so persönlich. Jeder als Uwe Fahrenkrug Petersen Normalverbraucher kann ich da sonst was für Dummheiten anstellen und niemand wird sich darüber aufregen, aber dann plötzlich, wenn wir irgendwas anstellen, irgendwas Schreckliches, dann geht es natürlich sofort über alle Medien und das beeinflusst natürlich unheimlich die öffentliche Meinung. Oder so gerade Nena, die kann sich, ist unheimlich öffentliche Person plötzlich geworden. Und da muss man sich erstmal klar machen, dass sich da irgendwie doch was verändert hat, dass man ein bisschen aufpassen muss, wie man sich irgendwie plötzlich in der Öffentlichkeit verhält. Wenn man dich so in Kurzinterviews im Fernsehen erlebt, nachdem du denn den Hit gesungen hast, also ich denke zum Beispiel an Sendungen wie Frank Elsner. Ja, Frank Elsner, Menschen 82. Auf Warte, sagst du. Ja, da gibt es reichlich Leute, die sagen, hat denn dieses Mädchen auch was im Kopf? Sie kommt da atemlos kichernd und erzählt irgendwas, was ihr gerade so rausrutscht. Und nach dem Motto, meine Schnuckis, hier ist das alles toll. Ist das eine Rolle? Spielst du da was oder kommt das wirklich so aus dir raus? Nee, also ich spiele das nicht, weil, also ich könnte das auch nicht spielen, es kommt so von mir. Ich meine, das mit Frank Elsner, das war ein Ding, da haben wir zum Beispiel, wenn ich das mal kurz sagen darf, da haben wir zum Beispiel 3 Tage im Studio rumgehangen, ne? Jeden Tag. Im Fernsehstudio? Jeden Tag, ja. Weil da irgendwelche Proben waren und wir mussten einfach immer dabei sein, ne? Und wir waren irgendwann nach 3 Tagen so gestresst, dass das irgendwann mal raus musste, ja? Und so war das dann auch, als die Sendung lief. Ich meine, wir hatten vorher zum Beispiel mit Frank Elsner so ungefähr besprochen, was wir uns so erzählen wollten und so. Und als die Sendung dann wirklich stattfand, diese Live-Sendung, war alles ganz anders, ja? Ich meine, es kam einfach so. Wir waren alle sowas von, zumindest ich weiß nicht, wie es bei den Jungs war, ne? Ich war sowas von
gestresst irgendwie, dass das raus muss. Und bei mir kommt das eben so raus. Du hast es dir angeguckt. Fandst du dich doof da? Ich fand mich sehr doof, ja. Ja. Ja, allerdings. Ich fand mich, wenn die Leute zu mir sagen, du Nina, das war aber so locker und so, war das nicht alles gespielt, dann kann ich das nicht verstehen. Aber ich kann verstehen, wenn die Leute zu mir sagen, hör mal, Nina, da warst du aber unheimlich albern und so und hast aber ein bisschen Blödsinn geredet. Das kann ich verstehen, weil das sehe ich selber so. Aber ich konnte nicht anders in dem Moment, wirklich nicht. Mhm. Hast du das Gefühl, dass du mit dem, was jetzt so mit dir passiert, du hast vorhin eben schon gesagt, dass du es ganz toll findest, aber nicht immer, dass es manchmal auch nervt, dass du ganz gut mit der Sache klarkommst? Oder gibt es da auch Ängste und Unsicherheit? Klar gibt es Ängste und Unsicherheit. Also, ich meine, zunächst mal fing dieser Erfolg, der fing an, dass ich immer nur gehört habe, wie toll wir sind und wie toll ich bin. Und so, dass alles ganz toll ist, ja. Und wenn jetzt so langsam mal irgendwelche Kritiken kommen, ich weiß nicht, ich kann selbst nicht so beurteilen, ob die jetzt unbedingt sachlich sind oder nicht so sachlich, dann mache ich mir schon Gedanken, ja, weil das kränkt mich irgendwie, ne? Das kann man so schlecht verkraften. Na, dann spreche ich dich mal an auf einen Artikel, der in einer Berliner Jugendzeitschrift erschienen ist. Blickpunkt heißt sie, und da hat ein junger Autor dich zu verschiedenen politischen Dingen gefragt, zum Beispiel zu den Hausbesetzungen hier in der Stadt Berlin, zur Friedensbewegung. Du hast da deinen Standpunkt geäußert. Ja. Er hat dann das recht heftig kommentiert und dich eigentlich als ziemlich bescheuertes Popgirl hingestellt. Das Wort bescheuert ist also wörtlich gefallen. Helmut. Ja, Helmut, okay, heißt dieser Autor. Ja. Und hast du das jetzt lässig weggesteckt? Oder? Nein, überhaupt nicht. Also ich meine, vielleicht freut ihn das sogar, dass ich nicht sage, Mensch, was kann mir so ein Helmut schaden? Also ich verkaufe trotzdem meine Platten, aber es ist nicht so, ja. Das kränkt mich total, weil ich habe diesen Menschen wirklich, ich habe versucht, ihm gegenüber ehrlich zu sein, was ich so denke, und er hat das einfach nicht akzeptiert, ne? Hey, ja! Sagen, dass wir eine Band sind und so. Das vertreten wir auch überall. Weil ich wäre ohne die Jungs nichts und die wären ohne mich nichts. Also ergänzen wir uns irgendwie, ja? Nena und ich haben uns so kennengelernt, nachdem die Stripes gegründet wurden, so ein halbes Jahr danach. So, wir haben dann ungefähr 3 Jahre zusammen in Hagen gewohnt. Dann sind wir nach Berlin gezogen. Hat euer persönliches Verhältnis jetzt durch den ganzen Rummel, der im Moment läuft, hat das eigentlich gelitten oder ist es nach wie vor gut und okay? Das ist nach wie vor gut, ja. Also wir sind unheimlich gute Freunde, Nena und ich, ne? Obwohl wir jetzt getrennt leben, weil wenn man ständig zusammen ist, dann belastet das das Verhältnis natürlich sehr, ne? Und haben uns einfach gesagt, nehmen wir uns getrennte Wohnungen, das ist für unser gutes Verhältnis einfach besser, ne? Bist du manchmal sauer darüber, dass du da so ein bisschen im Hintergrund stehst und andere Leute im Vordergrund stehen? Ach, naja, man gewöhnt sich dran, ne? Aber ich spiele ja auch nicht nur Bass, ich spiele auch noch so einen Stick oder so. Da kann man also zum Beispiel Bass und Gitarre gleichzeitig spielen. Und das ist irgendwie schon ein bisschen extravaganter. Da kommt man dann auch öfter mal ins Bild. Stört es eigentlich die 4 Männer in der Gruppe, dass nun die entsprechenden Zeitschriften und so nun so sehr stark sich auf die Nena konzentrieren, auf eure Sängerin? Also stören tut uns das nicht, aber
Ich glaube, dass es für die Leser dieser Zeitschriften eben ein falsches Bild rüberkommt, sodass Nena eben die Sängerin ist, die sich da ihre Musiker zusammengesucht hat und die irgendwie hinten stehen und sie ist da vorne die Solo-Sängerin und hat dann hinten ihre Mucke irgendwie. Weil das eben nicht stimmt, ne? Weil wir sind eine Band. Bist du sowas wie der musikalische Guru, auch so durch die Erfahrungen der Gruppe? Nee, würde ich nicht sagen. Also jeder bringt bei uns irgendwie seine Story, sein Leben ein irgendwie, weißt du? Und jeder hat seine Sachen irgendwie drauf und klar, ich bin vielleicht der Erfahrenste einfach, weil ich der Älteste bin und schon unheimlich viel unterschiedliche Sachen gemacht habe. So fast jeden Musikstil habe ich schon gespielt. Die Komponisten und Texter verdienen zusätzlich dadurch, dass die Titel im Radio und im Fernsehen und sonst wo auf der Bühne gespielt werden. Das heißt mit anderen Worten, du bist vielleicht jemand, der am Ende der Jahresabrechnung erheblich besser aussieht als die anderen. Ja, theoretisch, wir haben uns das mal durchgerechnet, irgendwie theoretisch würde ich so 10-mal so viel verdient wie jemand anders aus der Band, also derjenige, der am wenigsten verdient. Und das ist natürlich ein bisschen zu hart irgendwie. Wir sind zwar irgendwie der Meinung, wir wollen das nicht so, wie das so früher war, alles in einen Topf werfen und jeder kriegt das Gleiche, weil ich finde irgendwie, und wir alle finden das auch ein Haufen Leistungswettbewerb innerhalb von so einer Band, kreativ ist und gut ist und richtig ist. Heißt das jetzt konkret, dass du bereit bist, von deinen GEMA-Anteilen das auf in die Gruppe zu verteilen? Ja, wir haben es halbiert. Wir machen es so, dass 50% von dem, was einer als Komponist verdient, gehört ihm, eben weil er die Arbeit geleistet hat. Und die andere Hälfte wird aufgeteilt unter alle. Du hast ja schon mal so den schnellen Aufstieg und dann auch so das bittere Finale eines Stars in diesem Business erlebt. Ich spreche von Nina Hagen. Mhm. Hast du manchmal ein ungutes Gefühl im Magen? Ja, furchtbar. Ich schlafe im Moment ganz schlecht, was das anbelangt. Ich habe da ganz diese Parallelen, die sich da häufen, einfach von der Medienpräsenz her, dass sie überall auf alle Titelblätter kommt, die Nena, dass also jedes Wort von ihr auf die Goldwaage gelegt wird, dass man im Zuge dieses ganzen Booms einfach sich so sehr auf die Person konzentriert und auf jede Bewegung, die sie macht. Das ist sehr, sehr gefährlich. Das finde ich sehr, sehr gefährlich. Damit ist sie mit Sicherheit als Person auch langfristig sehr überfordert. Hast du etwas Zeit für mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht gerade an mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons. Dass sowas von sowas kommt. Hey! Mensch, steht auf jetzt! Los! Ja! Ob wir wirklich erfolgreich sind, langfristig hingesehen, das wird sich noch zeigen, ne? Und das streben wir ja auch an. Also ich möchte nicht heute oben sein und morgen wieder unten. Ich möchte einfach, wie ich vorhin schon sagte, wir möchten ernst genommen werden, ne? Nicht so irgendeine Modeerscheinung sein oder so. 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont hört man für UFOs aus dem All. Rumschickt ihr ein General, Fliegerstaffel und Jeder war ein
sind keinen Platz für Sieger. Kriegsminister gibt's nicht mehr. Und auch keine Düsenpfleger. Heute zieh ich meine Runden. Seh die Welt im Trümmern liegen. Hab einen Luftballon gefunden. Denk an euch und lass ihn fliegen. Danke! Nina?